Hallihallo und willkommen zurück bei Rogue Legacy, wieder mit mir, dem Punkt, und... Oh, gleich ein neues Riesenbild. Vielleicht ist ja diesmal ein Boss. Ah, wieder ein Boss hinter. Sehr schön. Schwing, schwing, schwing. Diesmal ist er sogar 41. Oh, das war blöd von mir. Oh, wir brauchen uns noch einmal treffen, wir sind tot. Ha, genauso wie wir ihn. Ha, ja, das fängt ja schon mal sehr action. Yeah, wir haben uns endlich unser Sagecape fertig. Das heißt, wir können mit dem nächsten Helden endlich unsere langsam sehntes Dingens machen. Wie geil ist das denn? Oh, das fällt mir jetzt schon ein richtiger Stein vom Herzen, ne? Das heißt also, nach diesem Goldrun wird noch ein kleiner Goldrun kommen mit maximal Goldausbeutung. Soweit es geht im normalen Spiel. Und dann geht's los mit dem Boss Run Mode. Ach ja. Und ich habe eben gerade schon wieder so ein bisschen schlechte Laune gehabt, weil ich eben gerade einmal runtergelaufen bin zum Nachbarn, geklingelt habe, er ist schon wieder nicht da oder immer noch nicht da und will mein Paket nicht rausrücken. Dieser Sauweg. Sowas mag ich nicht. Deswegen. Oh, genau, deswegen. Oh. Nein, deswegen mag ich es lieber, wenn ich gewissenhaft habe, dass ich nächsten Morgen mein Paket bei der Poststelle abholen kann. Das ist immer so unzuverlässig. Bei abzuholen hier im Nachbar-Dingens. Ich hoffe, es hört jetzt keiner irgendwie und das müsste ja das ganze Haus schallen oder so. Dings. Ah, okay. Ja, nee, wir nehmen keinen Archmage. Barbarian King in Dwarf Gigantism. Nein, wir rerollen mal Archmage und Barbarian Queen. Eigentlich wollte ich jetzt gerne ein Spelunker haben. Na gut, dann macht der Barbar jetzt halt die Vorarbeit für den Spelunker. Wir haben 10.000 Gold und das würde reichen für, ja, Crit Chance ab. Verdammt. Darf ich umtauschen gehen, bitte? Wie viel Gold brauchen wir denn überhaupt für das Kill? 1250. Verdammt. Na gut. Wir haben eh noch keinen Spelunke, also hätten wir es jetzt höchstens kaufen können. Dann lass uns nochmal rein. Dann machen wir jetzt, wie gesagt, noch einmal den Goldsammel-Mode und dann, wenn wir einen Spelunke kriegen. Dann aber. Aber dann, ganz sicher, dann. Uiuiui. Ich habe das Gefühl, es ist hier gleich am Anfang mehr los als beim letzten Schloss. Die wollen wohl nicht, dass wir irgendwie uns die 1200 Gold zusammensuchen. Na, dann kriege ich schon mal das Cape und dann verpeile ich sie da voll, mir das Geld zurückzulegen. Gibt's doch nicht. Das schaff nur ich. Und vielleicht ein Panda, aber ich schaff das, ja. Nur ich, eigentlich. Eigentlich ja doch nur ich. Ah, da war noch ein Zombie, den habe ich gesehen. Ha! Und noch ein Dumbass. Gott, ich will endlich den Boss haben. Ich will. Ich will. Wenn da jetzt ein Blueprint drin ist, na dann. Oh, geil. Einfach mal so ein Damage up hier. In so einer normalen Tour. Gibt's also auch. Interessant, gut zu wissen. Von wegen, was ich auch die eine Folge mal gesagt habe, wir brauchen gar keine. Fairy Chests mehr, stimmt ja auch nicht ganz. Sobald wir alle Runen haben, ist in jeder Fairy Chest ein Stat-Upgrade drin. So Armor, Damage, halt sowas, wie wir eben gerade gekriegt haben. Mana, Leben. Das ist natürlich noch sehr wichtig, weil irgendwann haben wir natürlich unseren Baum voll gelevelt. Und das Spiel wird dann immer schwerer mit New Game plus und so weiter. Spätestens frühestens da werde ich alle das ganze Schloss upgraded haben. Und dann gibt es, glaube ich, keine Möglichkeiten mehr, seine Stats zu erhöhen. Selbst dann wird man wahrscheinlich schon alle Ausrüstungen von längst zusammen haben. Aber ob ich das Spiel so lange spielen werde, ist natürlich so eine Sache. Da könnte man jetzt einfach das hier machen. Ja, ich gehe lieber raus. Das war mir zu knapp. Ah, okay, er lebt noch.
Jetzt nicht mehr. Hier ist alles tot. Oh, da nicht. Das eine Vieh hat überlebt. War ja klar. Vampire Rune Chestplate. Aber das schnappen wir uns natürlich auch noch. Nämlich jetzt. Bam. So geht es down. Geht es down. Geht es down. Hä, schaffe ich es, dieses eine Stück Gold dazu holen? Nein. Ich schaff's nicht. Aber immerhin, das sind 8 Gold. Also die musste ich mir holen. Das war so. Das musste so sein. Ich könnte jetzt auch sowas von wetten, dass wir hier überhaupt keins Belanka kriegen werden, jetzt die nächsten 20 Helden-Rerolls. Weil, ist einfach so. Ist einfach so das Gesetz. Ganz einfach. Ist ganz einfach so. Beste Aussage ever. Weil, ist so. Ich habe eben noch unten gemacht, geschlagen, das Geräusch kam, aber keine Animation. Unfair! Rematch! So. Ich finde, dass der Song wieder Pussy-Schlag der Schlag noch. Der erleichtert das Spiel ungemein. Nahezu in jeder Situation. Pussys, Pussys, Pussys. Wo wir bei diesem Thema wären. Oh Gott, jeder, der das Video, das erste Video ist, was er von mir sieht, der denkt sich auch so, was zur Hölle redet der Kerl da eigentlich? Geht überhaupt nicht drauf ein. Sagt nur, ja, das haben wir irgendwann mal besprochen, aber. Ja. Ja. So bin ich nun mal. Ich quassel den lieben ganzen Tag hier vor dem Mikrofon mit mir alleine. In der Hoffnung, dass sich irgendwann jemand mal diese Videos anguckt und vielleicht mal es gut findet, eine positive Bewertung oder ähnliches hinterlässt oder so. Das sind meine Träume. So, hier geht's bestimmt hoch in den Turm. Nachdem wir hier die Charity und den Flame Lock ausgeschaltet haben. Ausgeschaltet, ausgeschaltet, keine Ahnung. Beides ist vielleicht richtig. Naja, das Essen heben wir uns da auf. Da rechts geht's bestimmt in den Wald. Und das letzte Mal haben wir gar keinen Dungeon-Eingang, glaube ich, gefunden, oder? Doch, doch, klar, haben wir. Ist mir nur nicht so aufgefallen. Kiste! Ah, Geld! Dashen! Ich mag den Dash. Ist geil. Wusch, wusch, und dieses Geräusch, so wuff, wusch. Ist einfach toll. Will ich niemals ausmachen. Natürlich, abgesehen von diesem Spelunker-Projekt. Ja, das Spelunker-Projekt, so nennen wir's. Oder das Goldrüstungsprojekt? Nein. Spelunker-Projekt klingt, glaube ich, ganz cool. Ah, immerhin haben wir schon mal eine Guardbox ausgeschaltet. Was? Jetzt überlebt er auch noch 2 Schläge. Kann ich nicht auf ihn sitzen lassen. Hähnchen! Das Hähnchen. Ja. Das war damals lustig. Nein, das muss ich nicht erzählen. Ich war gerade wieder ein bisschen in Erinnerung. Ist ja noch gar nicht so lang her eigentlich, aber trotzdem fühlt es sich jedes Mal wie so ein Flashback an. Essen! Also man kann sagen, was man will. Als Barbar findet man wirklich mehr Essen als normal, als mit anderen, glaube ich. Da bin ich mir richtig sicher. Stirb da oben! Ich sehe mit durch die Wand zaubern und sowas, ne? Nee, 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 nee. Nicht mit mich. Das Schloss haben wir noch nicht mal ganz erkundet und trotzdem sind wir schon im Wald. Hm. Ach, da war noch keine Laterne, aber noch 2 Laternen zum Kaputthauen. Aber natürlich mache ich doch gerne. So, ich freue mich schon auf das nächste Projekt, was nach Rogue Legacy folgen wird. Das habe ich auch schon mal angekündigt. Noch nicht mit Namen. Aber ja, schon gesagt, dass es auch relativ kurz sein wird und ich habe noch keine Ahnung, was danach kommen wird, soll. Und was kriegen wir? Ja. Boah, mit Schluck auf wieder gehabt, die gerade ein bisschen. Dieser einmal Schluck auf, wie der Teufel so gern sagt. Neues Spiel wird nicht lange dauern. Welches Spiel danach? Genau, das war die Frage. Boah, das war knapp. Stopp, Auge. Ja. Muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall bin ich mir schon zu 100% sicher, welches Spiel als nächstes wird. Das Problem ist einfach nur, dass es auch ein englischsprachiges Spiel wird und ich da auch wieder mit meiner schönen Englisch-Glanzleistung richtig schön glänzen kann. Mit meiner Sprache.
Das ist schon eine eigene Sprache, genau. Das ist perfekt. Das ist die beste Ausrede, die ich kenne. Ich habe meine eigene Sprache in Englisch. Meinen eigenen Akzent. Das ist der punktische Dialekt. Das ist der Dialekt. Das muss so sein. Das ist gewollt. Ja, gut. So ist es gut. So. Das könnte funktionieren, ja. So. Ja, momentan ist ja nicht so wirklich eine große Herausforderung, solange wir noch groß leben haben, habe ich das Gefühl. Ah, Mist. Ich muss, glaube ich, gleich mal pausieren. Da quatscht jemand auf dem Flur. Wäre auch zu schön, wenn es nahtlos übergegangen wäre. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, erstmal tschüss.